wenn ein Hurrikan naht und wenn dein Telefon im Bundesstaat Louisiana registriert ist, dann bekommst du einen Anruf von der Wetterbehörde, die dich mahnt, auf der Hut zu sein. This is the St. Charles Parish Emergency Operations Center. The National Weather Service has issued a tornado watch for our area until 2 o'clock a.m. Dieses Jahr hatten wir schon Dolores, Ignacio, Sandra und nun Patricia, den stärksten Hurrikan, der je im Pazifik gemessen wurde. Patricia verwüstete die Küste von Mexiko. Und obwohl sie 1000 Meilen von New Orleans entfernt ist, wird es vielen hier auch 10 Jahre nach Katrina noch mulmig, wenn das Telefon klingelt und die automatische Ansage zu hören ist. A tornado watch means that conditions are favorable for the development of tornadoes. Please monitor the local weather and be prepared to take immediate protective actions as necessary. Also verlassen die einen ihre Häuser, andere machen Hamsterkäufe und wieder andere fangen an zu beten. Im Voodoo hat Wasser eine besondere Bedeutung. Wir glauben, dass Menschen aus dem Wasser geboren werden. Die Welt der Lebenden schwimmt auf diesen Gewässern oben auf, wie eine Boje. Wenn Menschen sterben, dann kehren sie in diese Gewässer zurück und vereinigen sich mit den Seelen unserer Vorfahren. Daran erinnern wir, wenn wir Trankopfer bei Voodoo-Ritualen darbringen. Voodoo Queens. Feature von Sebastian Meissner. Ich habe ein Diplom in protestantischer Theologie, weil ich damals gedacht habe, dass ich Pastorin werde, aber ich bin anstelle dessen katholisch geworden. Ina Fandrich ist eine initiierte Voodoo-Priesterin. Aber darüber spricht sie nicht gerne. Sie kam 1984 nach New Orleans, um ihre Doktorarbeit über die berühmteste Voodoo-Priesterin der Stadt zu schreiben, Marie Laveau. Dass ich jetzt im Voodoo lande, das war überraschend, aber auch nicht überraschend, weil alle afrikanischen Religionen getanzte Religionen sind. Also diese Körperbewusstsein, das in den Zeremonien, da riecht's gut, da kann man essen, da ist Parfüm, wird gesprüht, da wird Alkohol gesprüht, da ist ständig was los. Protestantische Theologin zu werden, ist vollkommen körperfremd. Der schlangenförmige weiße Damballa ist Inas Schutzgeist, ihr Loa. Jeder Geist hat im Voodoo einen eigenen Rhythmus, bekommt seine ganz speziellen Gaben und hat seine eigene Farbe. Weiß ist die Farbe von Damballa. Und deshalb trägt Ina gerne weiß. Und wenn Ina etwas erreichen möchte, dann trägt sie weiß. Und meistens läuft dann auch alles nach Plan. Ich hatte immer schon als kleines Kind Träume von einer schwarzen Mutter, die mich liebt. Wer das war, wusste ich natürlich nicht. Ich wusste nur, dass sie afrikanische Züge hat. Und dann, als ich das erste Mal in New Orleans war und am Grab, da wurde mir klar, dass das die Frau war, von der ich immer geträumt habe. Ina meint das Grab von Marie Laveau auf dem St. Louis Cemetery No. 1. Auf einmal habe ich gewusst, ach, das war's, und habe weinen angefangen. Sie war eine schwarze, freie Frau, die jeden Tag in die katholische Kirche ging und Menschen vom Gelbfieber heilte. Sie verstarb 1881 mit 80 Jahren. Heute sehen sie viele als eine der einflussreichsten Frauen New Orleans. Okay, wir sind jetzt am St. Louis Cemetery No. 1. Das ist der älteste Friedhof der Stadt. Ina ist eine von geschätzten 10.000 Tourguides in der Stadt, erzählt sie mir. Letztes Jahr kamen zum ersten Mal mehr Touristen nach New Orleans als vor Katrina. Nach dem großen Feuer, wo die ganze Stadt abgebrannt ist und so viele Tote waren, da haben die spanischen Behörden, die damals die Kolonialherren waren, beschlossen, einen neuen Friedhof außerhalb der Stadtmauern zu bauen. Die Familiengruft, in der Marie Laveaus Überreste liegen, steht fest auf dem Programm von Inas Stadtführung. In New Orleans werden die Toten oberirdisch begraben. Das machen wir wegen des wassergetränkten Bodens, den wir den Sümpfen nicht gänzlich entreißen konnten. So, und jetzt wird es schwierig. Hoffe ich, dass es nicht schwierig wird. Hallo! I'm not gonna let you in there with all that. No film and none of that. There's no film. No. You can't listen to what I said. You can't come in. Oh nein. Jetzt kommen sie am stämmigen John nicht vorbei. Er nimmt seinen Job als Friedhofswärter sehr ernst. Das Aufnahmegerät und die Mikrofone des Journalisten sehen für ihn verdächtig aus. Verdächtig nach Filmcrew.
Hi Sarah, this is Dr. Ina Fendrich. I'm a licensed tour guide. Are we allowed to go in for a couple of minutes? Absolutely no film. They have no film whatsoever. Nothing. Okay? Okay. She said y'all can go in for a few minutes, but just the audio, you can't take no pictures though. Thanks again, John. Warum hat man hier solche Angst vor Filmcrews? Alles, was irgendwie mit Film zu tun hat, sind die allerschlimmsten. Weil wir gerade von der Filmindustrie auch furchtbaren Vandalismus hatten. Die Filmindustrie ist in unserer Erzdiözese nicht erwünscht. Und die Tausenden von Touristen, die hier jeden Tag durchtrampeln, richten keinen Schaden an? Und zwar Marie Laveaus Grab war so in Anfrage, dass Leute von überall gekommen sind, um dort zu beten und Opfer darzubringen. Und zwar hatten wir einen komischen Hokuspokus hier. Und zwar soll man einen alten Backstein von einem anderen Grab, was so am Zerfall ist, stehlen und dann hier an dem Grab drei Kreuze machen. Klopft man dreimal, stampft auch mit den Füßen dreimal, dann dreht man sich dreimal um. Und dann sagt man einen Wunsch an die Voodoo-Königin und die Voodoo-Königin soll einen den Wunsch erfüllen. Ja. Aber wenn wir jetzt am Tag zwischen 1.000 und 5.000 Besucher nur an dem einen Grab haben und die alle ihre drei Kreuzle machen wollen, dann ist am Ende des Tages kein Grab mehr da. Das ist einfach totaler Vandalismus. Einmal haben sie eine Kammer geöffnet und den Toten rausgezogen. Es war einfach absolut verrückt, was hier passiert ist. Das ist weder Voodoo noch Katholizismus, das ist nur Vandalismus. Die Wurzeln des Voodoo liegen in Benin, in Westafrika. Übersetzt bedeutet es so viel wie der Geist Gottes. Mit der westlichen Welt kam Voodoo erst zur Zeit des Sklavenhandels in Berührung. Über 20 unterschiedliche afrikanische Nationen wurden von den Europäern in die Karibik und nach Nord- und Südamerika verschleppt. Die Sklaven wurden unter Todesandrohung gezwungen, zum Christentum zu konvertieren. Dennoch gelang es ihnen, ihre afrikanischen Traditionen zu bewahren. In der Karibik, wie in den Südstaaten, hatten die Weißen große Angst vor Sklavenaufständen. Und die konnten, wie 1791 auf Haiti, durch die Trommeln einer Voodoo-Zeremonie ausgelöst werden. Seither galt die Trommelkunst der Afrikaner als gefährlich und wurde auf den meisten Plantagen verboten und hart bestraft. Für Schwarze hingegen wurde Voodoo zum Ausdruck ihres Widerstands. Für die Weißen waren die Voodoo-Zeremonien groteskes Theater und Ausdruck für die primitive Natur der Afrikaner. Und so entstand allmählich eine Voodoo-Religion, die nur in den Köpfen der Weißen existierte. Und die später zu rassistischen Fantastereien der Filmindustrie Hollywoods führten. Vor allem durch die Verknüpfung des Voodoo mit dem Horrorfilmgenre. Nackte, schwarze Körper mit frisch geopferten, blutenden Tierkadavern im Dunkel der Nacht. The more authentic you are, the more the less likely you are to be public. The more public you are, the less likely you are to be authentic. Jerry Gandolfo suche ich schon lange auf. In diesem Gebäude hier, mitten im French Quarter, betreibt er das New Orleans Historic Voodoo Museum. Es ist ein kleines Museum voller alter, staubiger, langsam auseinanderfallender Exponate, die alle etwas mit dem New Orleans Voodoo zu tun haben. Dennoch kommen jeden Tag viele Menschen aus der ganzen Welt hierher, knipsen Fotos und kaufen Souvenirs, um ihren Verwandten und Freunden daheim zeigen zu können: Schau, das ist Voodoo. Jerrys Bruder, Voodoo Charlie, der das Museum gründete, war eigentlich Künstler. Doch von seiner Kunst konnte er kaum leben. Also eröffnete er 1972 das Museum als eine der ersten permanenten Voodoo-Attraktionen der Stadt. My brother started in 72 and he was an artist and he did this because art was inconsistent and this was to stabilize his income. Jerry nimmt kein Blatt vor den Mund. Yeah, everybody worked here. We're the original Voodoo Museum. All the other Voodoo shops are copycats. Als andere sahen, dass man mit Voodoo auch Geld verdienen kann, machten sie es ihm nach. All the other people here are doing Hollywood stuff. Viele, die heute erfolgreich ihr eigenes Voodoo-Business betreiben, haben einst hier angefangen. Aber Jerry denkt, dass man eigentlich einheimisch sein muss, um Voodoo richtig verstehen zu können. You have to be French Creole to understand. The people who come here who are not French Creole mostly come from Mississippi and Alabama, and they've been told and brought up basically to hate Voodoo, to deny their Africanness. Jerry sagt mir, dass der New Orleans Voodoo nicht mit dem haitianischen Voodoo verwechselt werden darf. New Orleans ist nicht Haiti. Voodoo has to deal with secret societies. That's how it's to survive here. But they don't like to admit it publicly because people will laugh at them. Der wahre New Orleans Voodoo bleibt im Verborgenen.
abseits des Rampenlichts. Oder er maskiert sich, sodass sie nur die Eingeweihten als solchen erkennen können. Jerry und ich kennen Einheimische, die bei der Skull and Bone Gang und bei den Baby Dolls aktiv sind. Die Mitglieder beider Gruppen treten maskiert bei traditionellen Festen wie den Mardi Gras-Märschen auf und sind ein fester Bestandteil der Folklore New Orleans. Aber das, was ihr hier sonst auf den Straßen im French Quarter seht, das ist nicht Voodoo. Das ist Halloween. Eine Person, die Jerry und ich besonders gut kennen, ist Kim Westerville. Sie hat ein Buch über die Baby Dolls geschrieben und ihnen eine Ausstellung gewidmet. The Baby Doll Masking Tradition is over 100 years old. Die Baby Dolls gibt es seit über 100 Jahren. Und sie wurden von Prostituierten gegründet, die in den schwarzen Vierteln von New Orleans arbiteten. The Baby Dolls were a group of women who, because of the circumstances of their lives, found themselves working in the red light district of New Orleans. Ja, die Stadt gab sich bewusst freizügig. Es war der Ort, an dem weiße Männer Sex mit schwarzen Frauen haben konnten. The city has always promoted an exotic image of itself in order to attract tourists and to attract businessmen who would come and invest in New Orleans, where sex across the color line was something that you could experience if you came here, especially after slavery, and you could have a bit of that old South. Marie Laveau wird nachgesagt, dass sie ein Bordell am Lake Pontchartrain betrieb. In ihrer Maison Blanche soll sie weiße, wohlhabende Männer mit schwarzen Frauen bei Wein, Musik und Voodoo-Tänzen verkuppelt haben. Aber obwohl Ina so manches Archiv auf den Kopf gestellt hat, konnte auch sie keinen Beweis dafür finden, dass Marie Laveau Prostitution betrieben hat. Dass sie irgendwas jemals mit Prostitution zu tun hat, möglich ist es. Nachweis gibt's keinen. Und es gab solche Häuser, wo weiße Männer nach einer schwarzen Frau gesucht haben und vielleicht war da auch eine Trommel dabei und ein Akkordeon. Und ganz sicher. Und mit so manchen ging bei der Vorstellung, was sich im Maison Blanche von Marie Laveau wohl abspielte, die Fantasie schnell durch. I put a spell on you. Es waren blutrünstige Alkoholorgien mit Sex auch noch, weil er sich nicht erklären konnte, wenn man in afrikanischem Tanz den unteren Teil der Hüften bewegt. Das ist Teil der Ästhetik. Aber das konnten die Europäer nicht verstehen. Wenn die das gesehen haben, haben gedacht, hoch, Sexorgien. Sensationen und Halloween. Voodoo ist für die meisten einfach alles, was irgendwie gruselig und gespenstisch wirkt. Und deshalb hat Voodoo zur Halloween Hochkonjunktur. Aber dass Voodoo mit all seinen unglaublich schönen Mutationen das Erbe der Afroamerikaner bewahrt, die Erinnerung an Afrika, das vermögen nur wenige darin zu sehen. Anything that's spooky qualifies as Voodoo. People, they're looking for haunted houses and spook things and stuff like that, which Voodoo is not. I mean, you know, people invent new religions all the time, little silly stuff. And that's what's going on. And it entertains them and it makes money. Die Menschen mögen es, Traditionen und Religionen miteinander zu vermischen. Es amüsiert sie. Und sie können Geld damit verdienen. Viele einheimische Afroamerikaner vertrauen sich Jerry an. Doch niemand spricht von Voodoo. Alle nennen es einfach nur die Kultur. And I have friends who open up to me. Maybe I am Voodoo. They don't like the word. They just say they call it the culture. That's right, New Orleans, baby. Best spot. Best spot on the strip. New Orleans, yo. That's right. Vivis, die rituellen Zeichnungen, die bei Voodoo-Zeremonien mit Maismehl aufgetragen werden, findet man schon mal in einer Bartoilette als Wanddekoration. Shops mit Voodoo-Puppen in allen Farben und Ausführungen. Blinkende Totenköpfe. Voodoo-Kitsch oder Voodoo-Schick. Voodoo ist Ware und Währung in New Orleans. Plastikskelette, künstliche Spinnenweben und Gummizombies, die es in der Zeit vor Halloween überall zu kaufen und anschließend an den Häuserfassaden zu bestaunen gibt, sind die konsequente Erweiterung dieses Sortiments. 7 Jahre Unglück? Ja, wenn Spiegel bricht? Ich brauche keine 7 Jahre Unglück. Mein Nachbar und auch Elmar sagt, dass irgendeiner mich
spirituell angreifen wollte und der Spiegel hat den Fall für mich genommen. Inas großer Schlafzimmerspiegel ist zerbrochen. Einfach so, ganz plötzlich, erzählt sie einem Freund am Telefon. Ihr Partner, der Voodoo-Priester Elmer T. Glover, vermutet schwarze Magie dahinter. A huge mirror, huge, fell off the chest drawer by itself and went into a million pieces. Ina ist auf dem Weg zu Ben Hunter. Er ist Musiker und ein guter Freund von ihr. Doch ihr zerbrochener Spiegel bringt sie etwas durcheinander. Full moon night, a big mirror. Wow. Elmer said, go back home, clean it up. Somebody wants to kill you and put some negative shit on you. So pray for me then. New Orleans ist katholisch geprägt, keine Frage. Aber zur Fastnacht, oder auch jetzt zu Allerheiligen, kommen Menschen aller Religionen in die Stadt, um zusammen zu feiern. Hier alles schon fürs Totenfest fertig. Wir sehen überall, es ist jetzt Halloween, Santissima Muerte, das geht eins ins andere über. Wir sind gerade auf Domain Street. Heute ist Halloween, das heißt der 31. Oktober. Und jeden 31. Oktober ist die Domain Straße von der Polizei abgesperrt, weil wir hier Voodoo-Fest feiern. Hier in diesem Block haben wir einen Voodoo-Laden, der heißt Voodoo Authentica. Und die Besitzerin, sie arbeitet nur mit initiierten Priester und Priesterinnen. Sie ist sehr darauf bedacht, dass alles sehr authentisch zugeht und dass die Leute mehr über unsere Voodoo-Kultur hier lernen. Ina meint Brandy, die Voodoo-Lady, die auch mal bei Jerry Gandolfo im Voodoo-Museum gearbeitet hat. Die Gäste, die zu Brandys Voodoo-Fest gekommen sind, sitzen auf Klappstühlen mitten auf der Straße. Viele von ihnen sind zu Besuch in der Stadt und wollen sich hier über Voodoo informieren. Doch ich sehe auch Einheimische unter den Besuchern. Ah, und da drüben sitzt auch Mama Lola. Sie ist mit ihrer Großfamilie aus Brooklyn angereist. Mama Lola wurde auf Haiti geboren und kann mit ihren 80 Jahren auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Aber jetzt ist erstmal Elmer T. Glover mit seinem Vortrag über Voodoo dran. Er ist ein Bukor. So nennen wir im Voodoo einen Zauberer. Man kommt zu ihm, um praktische Probleme zu lösen. Meine Frau ist mir weggelaufen. Kannst du den Liebhaber ausschalten? Mein Sohn sitzt im Gefängnis. Wie bekomme ich ihn da wieder raus? Elmers Kunden kommen nicht nur aus New Orleans, sondern auch aus Indien oder Japan. As a practitioner, I look at life as a smorgasbord. And I'm very eclectic, so whatever works, I'll use it. That's the bottom line. Effectiveness is the measure of truth. If it works, use it. Yeah, if it don't work, it don't work. Elmer T. Glover sitzt bequem auf einem der Klappstühle. Neben sich hat er ein kleines Holztischchen aufgebaut, auf dem ein paar Glasampullen mit Kräuteressenzen und eine große Spraydose stehen. Deren Versprühen soll Geldsegen bringen. Dirt is also used. Like if you want to do a money spell, you can incorporate dirt from a bank, or if you have issues with court cases from a courtroom. Elmer erklärt das Handwerkszeug eines Voodoo-Zauberers. So if you're going to work with Legba, you're generally going to go to the crossroads. Um beispielsweise einen inhaftierten Verwandten freizubekommen, benötigt der Bokor etwas Erde oder Dreck aus der Gefängniszelle einer Polizeistation. Um mit den Loas in Kontakt treten zu können, begibt er sich an Plätze in der freien Natur, wo er die Verbindung mit deren Energie am besten herstellen kann. You're going to work with the Oshun, the river, which is fresh water, streams, lakes. Wenn du zum Beispiel mit Papa Legba arbeiten willst, dem Geist, der wie Petrus der Hüter des Schlüssels zum Jenseits ist, dann solltest du eine Wegkreuzung aufsuchen. Um mit Oshun zu reden, gehst du zu einem fließenden Gewässer oder auf den Friedhof. Um auf die magische Energie zugreifen zu können, muss der Voodoo-Priester oder die Priesterin einen Altar besitzen. Voodoo-Praktiken verlaufen nach dem Prinzip, gearbeitet wird mit allem, was funktioniert. My papa,
did the initiation. He sat me down and he said, okay, here are the secrets of voodoo. Elmer T. Glover erzählt, wie ihm sein Voodoo-Vater am Ende seines Initiationsprozesses die Grundsteine des Voodoo verriet. Du kannst überall hingehen, wenn du daran glaubst. Ich kann dir nur diese Grundsätze vermitteln. Aber Voodoo muss für dich funktionieren. Die Kraft des Voodoo kommt aus Haiti zu dir. Aber das Zubehör für die Magie musst du dir hier vor Ort besorgen. Die meisten von uns, die wahr ist eigentlich nicht wahr sagen, die einem eine spirituelle Beratung machen, arbeiten mit Karten oder Muscheln oder Knochen. Manche machen Teeblätter, manche Kristall. Es ist egal, was du hast. Wenn jemand zu dir kommt, ist es nicht, was du hast, technisch. Ist, dass du dir bewusst bist, dass es nicht um dich geht, sondern um die Person, die ein Problem hat. Und dass du der Person helfen musst. Wir machen alles gleich. Wir sind nicht verschieden. Aber ich muss jetzt gehen. Ich muss das, die Lecture. Ina eilt zum nächsten Vortrag. Danach tritt sie selbst vor das Publikum, um über den Stand ihrer Marie Laveau-Forschung zu berichten. And here we are, Dr. Ina Fandrich with her Marie Laveau presentation. Thank you, Dr. Ina. I guess we are getting some blessing of the rain water, which is a nice thing. That means water is always blessing in Voodoo. So never be upset when it rains. Schaut, der Himmel ist ganz schwarz geworden. Ein Sturm zieht auf. Das ganze Voodoo-Fest und Halloween drohen in einer Sturzflut unterzugehen. Und ausgerechnet jetzt ist Ina mit ihrem Vortrag an der Reihe. Sie trägt ein schickes Kostüm, weiße Bluse, ein langer blauer Rock und ihre Haare hat sie mit einem bunten Tuch umwickelt und hochgesteckt. Genau so hat sich auch die Voodoo-Königin gekleidet. Und so wurde sie auch auf vielen Gemälden dargestellt. Ina hält einen Regenschirm in der Hand. I brought my umbrella with me. Marie Laveau is said to have had customers from everywhere on earth. Die meisten Migranten, die einst hier in New Orleans ankamen, fühlten sich erst einmal fremd und verloren in dieser großen Hafenstadt. New Orleans was in the mid-19th century the biggest port of the United States. Eine Anlaufstelle zu haben, jemanden zu kennen, der sich seiner Sorgen annahm, war unglaublich wichtig. Das konnte ein Arzt, ein Apotheker, eine Naturheilerin oder eben eine Voodoo-Priesterin sein. And there are people who have problems. And when people have problems, they find their way to a problem solver. Zu Lebzeiten von Marie Laveau kannte die Medizin noch keine Viren, Keime oder Bakterien. Kranke wurden mit Opiaten, Kokain, Strychnin oder Quecksilber behandelt. Okay, is that it? All right. Thank you again. Happy Halloween! Nachdem Ina ihren Vortrag gehalten hat, gesellt sich Owen Ever zu ihr. Er ist Historiker und arbeitet im hiesigen Pharmacy Museum. Owen weiß über das New Orleans des 19. Jahrhunderts bestens Bescheid. Die Zeit, als auch Marie Laveau in der Stadt aktiv war. Owen Ever, the New Orleans Pharmacy Museum. It is the site of the first licensed American pharmacy. Part of our collection, we have voodoo potions on display. For a lot of people, that comes as a bit of a surprise. Es gab damals noch keine medizinischen Fachgebiete. Der Apotheker war gleichzeitig der Arzt, der die Diagnose stellte. Und da die Menschen sehr abergläubisch waren, wirkte die Arbeit des Apothekers geradezu magisch auf sie. The pharmacy at this point was in its infancy, so it was a place that was dealing not just with sickness, but other ailments of the mind and of the character. Um den Fähigkeiten und Arbeitsmethoden der Ärzte zu vertrauen, mussten die Patienten damals all ihren Glauben aufbieten. I don't think it's much of a stretch to imagine a time in which medicine in itself required a lot of faith. A lot of faith to imagine that bloodletting was actually going to improve you. Es wurde mit furchteinflößenden Werkzeugen gearbeitet. Aderlass und Blutegelkuren gehörten zum Standardprogramm. Den Patienten wurden hochgiftige, abhängig machende Substanzen verabreicht. Krankheiten galten als Charakterschwächen. It was just as easy to rely on magic. I can say these prayers, light these candles and have this gree-gree. Ebenso gut konnte man sich auf die magischen Kräfte einer Voodoo-Priesterin verlassen, die ein paar Kerzen anzündete und ein Gebet aufsagte. Unsere Doktoren waren allesamt furchtbar. Vor denen hatten wir alle Angst. Also wir hatten ja Witze im 19. Jahrhundert, wo gesagt wurde, ja, wenn man nicht an der Krankheit stirbt, stirbt man ganz sicherlich an der Medizin. Als Marie noch lebte, konntest du genauso gut jemanden aufsuchen, der sich mit afrikanischer Pflanzenkunde auskannte, wie jemanden, der chinesische Medizin praktizierte. Sowohl Voodoo-Priesterinnen
als auch Apotheker arbeiteten mit Kräutern und Pflanzenessenzen. Voodoo-Zauber- und Heiltränke wurden damals auch in der Apotheke verkauft. Die Rezepturen dafür liegen noch in den Schubladen. Im Voodoo-Authentica-Laden von Brandy gibt es Voodoo-Puppen, Stoffsäckchen und Gläser mit allerlei Mittelchen. Heiligenbilder, afrikanische Holzmasken, Räucherstäbchen und Tarotkarten bis zur Decke. In einer Glasvitrine entdecke ich die Marry Me Voodoo Doll. Wie passend. Denn heute Abend wird auf Brandys Voodoo-Fest ein Paar vermählt. Jetzt hat der Wolkenbruch eingesetzt. Alle Besucher flüchten in Brandys Laden. Dort wurde schnell Platz für die gut 30 Gäste geschaffen. Bruce Sunpie Barnes nimmt gerade mit seinem Akkordeon auf einem Hocker Platz. Ich liebe seine Musik. Bevor er zu spielen beginnt, vergießt er einige Tropfen aus einem silbernen Flachmann auf den Boden des Ladens. Eine Tradition bei uns, mit der man seine verstorbenen Ahnen ehrt. This is the original Voodoo Fest, y'all. We started over in Armstrong Park back then. As I said, I'm happy to be here soon. Shango. Ein buntes Halloween-Partyvölkchen in lustigen Kostümen hat sich zu den Gästen im Laden gesellt und probiert nun mit dem Rhythmus der Voodoo-Trommeln zurechtzukommen. Ina ist ganz in ihrem Element. Sie tanzt, singt, lacht und genießt sichtlich die fröhliche Stimmung des anbrechenden Abends. Die Menschen in ihren Halloween-Kostümen flüchten in die nächstgelegenen Bars, Discos und Imbissbuden rund um die Bourbon Street, während im Laden die Hochzeitszeremonie beginnt. State of Louisiana, yeah, and the powers vested in me, under God's eyes, I now pronounce you husband. I'm the chief of the Skull and Bone Gang. Nothing looks more voodoo than the Skull and Bone Gang. Bruce Barnes ist nicht nur Musiker, sondern auch der Chief der Northside Skull and Bone Gang. Neben den Baby Dolls und den Mardi Gras Indians, eine der bekanntesten Folkloregruppen in afroamerikanischer Tradition. Bruce Gang repräsentiert die Geschichte der entlaufenen Sklaven, die bei den Indianerstämmen Zuflucht fanden. But now there are tons of white groups that have emulated it and they try and come out and look like and act like us. They don't know what we really do. Nichts sieht mehr nach Voodoo aus als eine Skull and Bone Gang, erzählt Bruce. Aber jetzt gäbe es immer mehr weiße Gruppen, die das nachahmen würden, ohne wirklich zu verstehen, was sie da eigentlich tun. Und er wird ihnen auch sicher nicht verraten, was es mit den Ritualen auf sich hat, denn sonst äffen sie die Inhalte auch noch nach. Schnell muss man an die Horden betrunkener weißer Männer denken, die in der Halloween-Nacht das French Quarter unsicher machten. Anscheinend können sich Weiße in der Stadt heutzutage immer noch mehr erlauben als Schwarze. Denn es wäre undenkbar, dass schwarze Raufbolde die Bourbon Street unsicher machten. Das würde die Polizei niemals zulassen. Aus diesem Grund zelebrieren Bruce und seine Leute einige Rituale hinter verschlossenen Türen. You have to get over that park and not forget that you're black. And that's unfortunate, but that's how it is. Und wie kann ein Weißer am wahren New Orleans Voodoo teilhaben? Well, God bless him. The respectful way is to live and learn.
be patient. Take your time. Wait your turn. And don't just try and grab it, capture it, and immediately manipulate something. Lebe und lerne. Das ist Bruce' Lebenseinstellung. Sei geduldig und warte, bis du an der Reihe bist. Probiere die Dinge nicht immer gleich nach deinem Geschmack zu manipulieren. Einige schaden so der Sache, auch wenn sie es selbst gar nicht merken. Es ist ihnen wichtiger, ihre eigenen Vorstellungen umzusetzen, als Teil des Ganzen zu werden. Voodoo is like gospel music, right? It's the same thing. This is something that it feeds your soul. Echter Voodoo passiert im Alltag. Er umgibt dich wie Gospelmusik und füttert deine Seele. Bruce spielt bei Zeremonien und meint, das Gute an Voodoo sei, dass er nicht hierarchisch aufgebaut ist. The good thing about Voodoo and how it's structured and still is that there's no one central person who runs it. This is a European way. Let's find out who's running this shit and go and cut their head off, and then we can take control of the people. But it doesn't work like that. That's why it's so hard to figure out in New Orleans. Like, who is it? Als Weiße diesen Kontinent kolonialisiert haben, gingen sie immer nach demselben Muster vor. Finde den Anführer, schneide ihm den Kopf ab und übernimm die Kontrolle. Aber so läuft es nicht im Voodoo. Selbst die Einheimischen wissen oft nicht, wer Voodoo praktiziert und wer nicht. Über die Jahrhunderte hinweg haben viele schwarze Amerikaner aufgehört, sich mit ihrem afrikanischen Erbe zu identifizieren. Die Spiritualität, der Blues, die Maskentradition, das waren alles Bräuche der schwarzen, armen Bevölkerung. Ihre Nachkommen wollten jedoch auch den amerikanischen Traum leben, so wie es die Weißen taten. Deshalb distanzierten sie sich von ihrer eigenen schwarzen Kultur und Tradition, die ihnen nun ungebildet und minderwertig erschien. These folk forms are beautiful, and people see that they can exploit them and that they can profit from them. And so we do have people who commodify it. Nur wenige erkannten die Schönheit schwarzer Traditionen, und es waren häufig Weiße, die sie dokumentierten und so einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machten. And then it gets taken to white audiences in a commodified form, and then white people begin to consume it and want to be a part of it. By that time, you don't recognize it anymore as a black art form. So wurden die Traditionen immer stärker vereinnahmt und kommerzialisiert, bis man sie nicht mehr als schwarze Kunstformen erkannte. It's like listening to Justin Bieber singing a soul song, you know. How did you learn to sing like that? And he might want to say, oh, I listen to Luther Vandross. But they're like, oh no, don't say that, man. Say you was born with this in you. Menschen aus New Orleans werden oft als Gumbo Nation bezeichnet. Gumbo ist ein bei uns typisches Eintopfgericht aus Meerestieren. Und so wie seine Zutaten alle in einen Topf geworfen werden, sind auch all die Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, Herkunft und Kultur bei uns bunt zusammengewürfelt. Nach der einen Form des New Orleans Voodoo zu suchen, wäre absurd. Denn es ist gerade die Vermischung von Einflüssen und Kulturen, die New Orleans ausmacht. So verwundert es auch nicht, dass heute zwei Voodoo-Priesterinnen in New Orleans besonders auffallen, die eine Art des Voodoo praktizieren, der stark durch ihre persönliche Auslegung geprägt ist. Oh, baby, just a matter of time. Miriam Shamani wurde von keinem Ungun und keiner Mambo, also keinem Voodoo-Priester oder einer Voodoo-Priesterin initiiert. You laugh. And you call me a clown. Oh, but just remember, in all your fortune and fame, what goes up must come down. Ihr Kundenstamm reicht bis nach Hollywood. Ihre Zeremonien gelten als eklektisch. Und es ist oft nicht leicht, Miriams Worten zu folgen. Ina denkt, dass Miriam permanent in Zungen redet. Die Geister würden durch sie sprechen. And oh, baby, it's just a matter of time. Die andere ist Sally Ann Glassman. Sie ist aus dem Bundesstaat Maine nach New Orleans gezogen. Sally Ann kommt aus einer jüdischen Familie ukrainischer Herkunft.
Früher hatte sie eine führende Position in einem Templerorden inne, dem auch Skandalokkultist Aleister Crowley angehörte. Sie ist überzeugt, dass nicht sie zum Voodoo gefunden hat, sondern Voodoo fand sie. Definitely Voodoo found me. And I would say that my first impressions of Voodoo were just as negative as anyone else's. I thought it was this evil, depraved practice and realized that I knew nothing about it. Die Gemeinde in New Orleans, die sie um sich gruppieren konnte, ist fast ausschließlich weiß. Als Veganerin bringt Sally Ann keine Tieropfer bei ihren Voodoo-Zeremonien dar, weshalb sie von einigen Voodoo-Traditionalisten extrem angefeindet wird. Einen Tag nach Halloween, dem katholischen Feiertag aller Heiligen, lädt Sally Ann Glassman zu ihrer Fête Gede-Zeremonie ein. So wird aller Seelen auf Haiti genannt. Die Zeremonie findet in ihrem Tempel in Bywater statt, einem Viertel, das sich gerade mitten im Gentrifizierungsprozess befindet. For myself, it's very important to be changing people's impression of Voodoo. Sally Ann kenne ich, seit sie nach New Orleans gezogen ist, noch lange vor Katrina. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen die ursprüngliche Bedeutung des Voodoo wieder näher zu bringen. Zu lange hat diese schöne und heilsame Religion unter Vorurteilen und rassistischen Stereotypen gelitten. And you need a face for that. You need an opening into the public to be able to change public opinion. Voodoo has really suffered from prejudice and disinformation, and it's undeserved. It's a beautiful, healing religion that helps slaves endure slavery. There's nothing evil about it. Es war schon immer ihr großer Traum, ein alternatives Heilungszentrum in New Orleans zu eröffnen, gerade nach Katrina. Die Stadt benötigte damals einfach dringend einen Ort für Heilung. We wanted to create a center that wasn't going to be some sort of spa or retreat. We didn't want it to be exclusively for privileged people who could afford it. So we picked this neighborhood on St. Claude Avenue. Unter Sally Anns Regie wurde das ehemalige Gebäude einer Möbelfirma zu einem Healing Center umgestaltet. Und jetzt befindet sich dort ein Bioladen, Restaurants, ein Nachtclub, ein Fitnesszentrum, eine Yogaschule und ihr eigener Laden für spirituellen und magischen Bedarf. Mit Hilfe ihrer Kristallkugel bietet Sally Ann spirituelle Beratungen an. Ab $100 für eine halbe Stunde. Vom Healing Center zu Sally Anns Tempel sind es nur einige Wohnblöcke. Der Dauerregen hat nachgelassen. Und an Sally Anns Tempel, einem Holzbau, haben sich schon etwa 20 Menschen versammelt. Im Hauptraum des Tempels befinden sich mehrere Altäre. Sorgsam und sehr ordentlich sind darauf katholische Heiligenbildchen, Madonnen, Rum- und Sektflaschen und Kruzifixe angeordnet. Langsam füllt sich der Raum mit Menschen. Die Zeremonie hat angefangen. Durch Sally Ann ordinierter Priester trägt kreolische Sakralgesänge vor, während sie in gebückter Haltung mit Maismehl die filigranen Wewes-Symbole der Voodoo-Geister aufträgt, der Loas. Vier Trommler aus dem Hause Sally Anns halten Schritt mit dem Rhythmus, den der haitianische Trommelmeister Fan Fan vorgibt. Duftkerzen, der Weihrauch und die stark nach Schwefel riechenden Wunderkerzen lassen die Luft im Raum zum Schneiden dick werden. Rum wird aus Flaschen getrunken und von einigen mit dem Mund im Raum versprüht. Ein Mann mit einem schwarzen Hut zündet sich eine riesige Zigarre an und pafft sie in eiligen Zügen. Einigen Besuchern wird es sichtlich schwindelig.
harte Kern der Gemeinde von Sally Ann hat begonnen, sich eigenwillig im Raum zu bewegen. Mit steifer und etwas schlafwandlerischer Motorik gehen einige Personen zu Boden. Sinn für Gesang und Rhythmus sind essentiell für eine Voodoo-Zeremonie. Du musst beides perfekt beherrschen. Der Trommler und der Priester sind das Rückgrat der Voodoo-Liturgie. Beide führen die Zeremonie an und stellen den Kontakt mit den Loas her. Du musst die Rhythmen kennen und halten. Die Loas brauchen ihren Rhythmus. Viele wissen nicht, dass jeder Rhythmus einem Geist zugeordnet ist und diesen beschwört. Ein Geist ist wie eine Welle, wie eine Schwingung. Er kann sich auch im Körper einer Person, die an der Zeremonie teilnimmt, manifestieren. Wenn ein Trommler aber den entsprechenden Rhythmus, die entsprechende Schwingung nicht kennt, dann ist es fragwürdig, was sich da manifestiert. It's after Katrina and the place was closed. And they tried to reopen it because it was so sad the way things were. Was Katrina in New Orleans angerichtet hat, das hat Fanfan sehr traurig gemacht. Deshalb wollte er seinen Teil zum Wiederaufbau der Stadt leisten. Und da es hier niemanden gab, der haitianische Rhythmik beherrschte, beschloss er, sein Wissen weiterzugeben. It's like love is the most important. As soon you find somebody who loves what they're doing, who put time, who want to learn, I believe everybody can learn, everybody can do anything. Haitianische Drums sind wie eine Familie aufgebaut. Die Bula-Trommel ist das Kind, die zweite Bula ist der Vater und die ganz große Trommel hier wird Mama genannt. Sie führt das Haus an. Mama, that's the lead. It's like the drum family. The Bula, that's the child. The second, that's the father. The mama, that's the mother who lead the house. The mama leads the house. Yeah. There we are. Yeah. Onto. So nennt man einen initiierten haitianischen Trommler, der eine Voodoo-Zeremonie anführt. Neben dem Voodoo-Priester ist er derjenige, der direkt mit den Loas kommunizieren kann. Ein Onto sollte sich bewusst sein, dass er das kulturelle und spirituelle Bindeglied zwischen Afrika und der Karibik ist, zu der einige auch New Orleans zählen. Das Wissen, woher diese Tradition stammt, sollte ein Onto verinnerlicht haben. Because it's not something like we start in Haiti. It's something since like the old time, since Africa, we keep it. Die Zeremonie ist zu Ende. Die Besucher sind von überall her angereist. Eine Gruppe, alle Ende 20 aus Seattle, ein anderer aus Kalifornien. Halloween sei ein guter Anlass, sich mal eine Voodoo-Zeremonie vor Ort anzuschauen, berichten mir einige. Gäste mit schwarzer Hautfarbe sind kaum dabei. Nach der Zeremonie beginnt die Prozession zum nahegelegenen St. Vincent de Paul Friedhof. What you saw at the cemetery gates was not part of the actual Voodoo ceremony, and we intentionally draw in from as many different faiths as we can and as many traditions and worldviews as possible. Der letzte Teil des Abends hat nichts mehr direkt mit Voodoo zu tun. Dies ist Sally Anns persönliche Einladung, um an die toten Ahnen aller Anwesenden zu gedenken. Ganz egal, welcher Religion sie angehört haben. Denn Totengedenken ist ein Ritual, das Menschen aller Kulturkreise verbindet.
Ein junger Mann trägt am verschlossenen Friedhofstor das jüdische Totengebet, den Kaddisch, vor. I think that anybody coming into Vodou needs to stand before spirit, not before other people. It almost doesn't matter what other people think. Im Vodou muss man vor den Geistern Rechenschaft ablegen, nicht vor den Menschen. Denn in erster Linie dient man ihnen. Konflikte zwischen Fundamentalisten und Gnostikern gab es schon immer, in jeder Religion. Die einen glauben an die strikte Einhaltung der religiösen Form, für die anderen zählt die individuelle, spirituelle Erfahrung. Aber diesen Konflikt wird auch Sally Ann nicht lösen können. To me, that whole fear that things are gonna change, they always change. And that's one of the great strengths of Vodou, that it changes. And it adapts and it grows and it evolves and stays relevant and stays alive. Eine der Stärken des Voodoo sei, so Sally Ann, dass er sich ständig verändere und anpasse, dass er wachse und sich entfalte und dabei ständig seine Gültigkeit behalte. Die afrokaribischen Religionen sind mehr wie so Amoeba, also Amöben, die sich an alles leicht anpassen. Dogmatische Angehensweisen gibt es nicht. Wenn ein Gott nicht mehr wirksam ist, warum mit ihm überhaupt sich beschäftigen? Wir sind hier in Priestess Miriams Innenhof hinter ihrem Tempel. Und hier gibt es die allerschönsten Zwerghühnchen, die ich jemals gesehen habe. Hier ist so ein weißes, dann ist ein schwarzes, was aussieht wie ein schwarzer Pudel. Und das sind keine Opfertiere, die landen nicht auf dem Opferaltar. Das sind alles Haustiere. Die sind hier nur dazu da, um süß auszusehen. Die werden nicht geschlachtet. Miriam Shamani kam Mitte der 90er Jahre aus Chicago nach New Orleans. Auch sie hat früher bei Jerry Gandolfo im Voodoo-Museum gearbeitet. Heute wird Miriam von aller Welt eingeladen. Sie hat sogar in Russland einen Tempel gebaut und eingeweiht. Miriam ist in keine Voodoo-Familie ordnungsgemäß initiiert worden. Und einigen bereitet es Kopfschmerzen, dass sie bei ihren Zeremonien so viel improvisiert. Aber das ist eben Miriam. Ihr Tempel ist ein Muss auf Inas Voodoo-Touren. Als Miriams Ehemann verstarb, versprach Inas Chef, sich um sie zu kümmern. Und so machen ihr Tag für Tag Dutzende von Touren Stopp, damit die Voodoo-Reisenden eine echte Voodoo-Priesterin zu sehen bekommen, ein Foto mit ihr machen und ein paar Dollars dalassen können. Ich persönlich liebe Miriams chaotisch wuchernde Altäre und komme immer wieder gerne vorbei, um die vielen Details zu bestaunen. Well, I think I juggle my dollar well. They say she juggled hers well. She didn't go broke. And so we've been through many crises here in New Orleans, and I haven't gone broke. Marie Laveau wusste gut mit Geld umzugehen, und Miriam kann das auch. Marie ist nicht pleite gegangen, und auch Miriam konnte sich trotz vieler Krisen hier in New Orleans behaupten. Außerdem war Marie nicht die einzige Frau in der Stadt, die den Menschen metaphysische und psychische Hilfe bot. And so being there at that time, a good metaphysical psychiatrist. Along with many other women. I don't give all of everything to Marie Laveau, but it had to be some very strong women to deal with the different chaotic circumstances that were in the human's emotions. And als Miriam und ihr Mann vor 21 Jahren in New Orleans ankamen, hatten sie gerade mal $6 in der Tasche. Nach seinem frühen Tod lag es an ihr, das, was sie gemeinsam aufgebaut hatten, weiterzuführen. When I look at my 25 years in New Orleans and coming to New Orleans with my previous husband, and we stepped off the bus with $6 in our pocket, and he would die a long time before me, and I would have to carry on. Miriam musste auch manch herbe Kritik einstecken, aber gerade das habe es ihr ermöglicht, besser zu werden. You can't worry about what people say out there. But because they have some critical things about you, maybe they're making you better to be.
New Orleans ist auf Sümpfen erbaut. Über die Jahre legten die Menschen die Sümpfe mit Hilfe großer Pumpen trocken. Das wissen heute nur wenige Touristen, die in die Stadt kommen. Deshalb werden sie von Stadtführerinnen wie Ina zu den Booten gebracht, die sie dann in die Sumpflandschaft bringen. Und auch dorthin, wo ich einst gewohnt habe. Die Mythologie um Julia Brown ist sehr interessant, weil Julia Brown soll eine Schülerin von Marie Laveau gewesen sein, eine Heilerin. Julia Brown hat in diesem kleinen Ort, der nennt sich Frenier, direkt am See, Lake Pontchartrain, in den Sümpfen. Und eines Tages sagt sie, ich gehe jetzt zu Gott und ich will euch alle mitnehmen. Und sie stirbt an dem Abend. Am nächsten Tag kommt ein absolut schrecklicher Sturm, ein Hurricane. Und der Hurricane weht über das Dorf und bringt alle Leute um. Hätten die Dorfbewohner besser auf die Natur geachtet, dann hätte sich mancher von ihnen vielleicht retten können. So wie die Indianer aus dem benachbarten Bayou. Die sahen, dass die Wasservögel und Alligatoren vor dem Sturm auf höher gelegenen Grund flohen. Doch sie bemerkten die Vorzeichen der Natur nicht. Stattdessen verbreitete sich das Gerücht, mein böser Zauber hätte etwas damit zu tun. Aber soviel ich weiß, gibt es Augenzeugenberichte von dem Abend, wo sie gesungen hat, dass sie alle mit sich nimmt. Der hat sie wohl stundenlang gesungen. Aber ich denke, das ist normal, wenn jemand sich auf den Tod vorbereitet, dass du dann singst. Als zum Beispiel indianische Stämme, wenn die sich auf den Tod vorbereiten, haben ihre Gesänge. Und das war nicht so ungewöhnlich, dass sie da lange gesungen hat. Okay. I know a girl, her name is Julie Brown. This is the song? No, she just invented it. Oh, okay. She made up like everything we were doing. Julie Brown. Julie Brown. Voodoo Queens. Feature von Sebastian Meissner. Mit Ina Fandrich, Jerry Gandolfo, Kim Vasteville, Elmer T. Glover, Owen Ever, Bruce Sanpai Barnes, Miriam Shamani, Sally Ann Glassman und Fanfan. Sowie Anjorka Strechel und Jonas Beck. Regie: Nikolai von Koslowski und Sebastian Meissner. Realisation und Komposition: Sebastian Meissner. Redaktion: Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2016.